Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fuki Plays. Und heute gibt es so gesehen das allererste Gameplay-Tutorial. 10 Tipps und Tricks für euer Gameplay, damit ihr besser werdet. Ich weiß, viele haben Fragen, viele haben Probleme und genau dafür ist gerade dieses Video gedacht. Es ist natürlich klar, dass ich in einem Video nicht jedes Thema behandeln kann. Deshalb lasst jetzt schon mein Abo da, weil die nächsten Videos werden auch Off-Tutorials sein und da könnt ihr dann auch immer wieder reinschauen. Wir labern gar nicht lange rum, wir fangen direkt an mit dem allerersten Tipp. Da geht es um das Aufbauspiel, Freunde. Wenn ihr den Ball habt, ist das Allerwichtigste erstmal, dass sie zum gegnerischen Tor kommt. Und da ist der allerwichtigste Punkt Sicherheit. Daher habe ich einen Clip für euch vorbereitet, wo wir direkt mal anfangen mit Clip Nummer 1. Ihr seht hier, ich bin im Spielaufbau, habe meine drei Mittelfeldspieler vor mir, habe meine beiden Außenverteidiger und das sind die Zielpersonen, die Zielspieler in eurem Aufbauspiel. Alle anderen Spieler sollten eigentlich im Aufbau gar keine so große Rolle spielen. So, ihr seht jetzt, zwischen den Mittelfeldspielern wird gespielt, dann kommt der Ball hier einmal auf Außen. In dem Fall ist mein Rafael Leao ein bisschen weiter hinten, quasi mein Linksverteidiger und Theo ist ein bisschen weiter vorne. Und ihr seht, ich habe jetzt hier erstmal den Ball auf Außen, da kommen wir schon zum nächsten Stichpunkt. Und ihr müsst dieses Jahr, genauso wie letztes Jahr, das Spiel auf Außen aufbauen. Innen ist komplett zu, man kann da nichts machen, ihr werdet nur noch Bälle verlieren. Das heißt, meidet vor allem bis zum letzten Drittel, bis ungefähr hier in diese Räume, meidet komplett das Zentrum in eurem Aufbau und spielt, wenn überhaupt, immer nur kurze Pässe ins Mittelfeld auf eure ZMs und geht dann direkt wieder weg dort. Ihr seht jetzt hier in dem Falle Leao, ich spiele einmal kurz den Ball zurück. Jetzt kommt der Ball einmal ins Zentrum und ihr seht, die Ballannahme auch immer weg vom Gegner. Nicht in den Gegner rein, sondern immer weg vom Gegner. Und dann seht ihr, schiebe ich den Ball auch schon direkt Richtung nächste Außenbahn. Jetzt kommt mal ein Seitenwechsel. Und ihr merkt, dieses Zentrum, die Mittelfeldlinie zu überspielen vom Gegner ist nicht einfach. Deswegen immer, wie so ein Handball, immer weiter Richtung gegnerisches Tor herantasten, indem ihr immer wieder von Sechser nach außen, von außen zum Sechser und auch gerne mal die Seitenwechsel macht. Ihr seht jetzt hier ein Beispiel, wenn ihr dann versucht, schon zu früh ins Zentrum zu gehen, dann passiert nämlich genau das. Es ist hier alles zu, vor allem wenn der Gegner noch Fünferkette spielt, dann könnt ihr das Ganze knicken dort im Zentrum. So, direkt der nächste Clip und auch hier werdet ihr sehen, wieder über die Außen. Diesmal funktioniert sehr gut und dann, ne, nicht auch zu früh abbrechen, sondern wenn ihr die freie Bahn habt, dann nutzt die freie Bahn. Geht einfach komplett durch. Der Gegner lässt sich dann auch tief fallen und eure Spieler rücken nach. Ihr braucht vorne viele Spieler, damit ihr Anspielstationen habt. Spielaufbau in dem Thema habt ihr dann quasi durchgespielt, wenn ihr hier an diesem Spot seid. Und das funktioniert dieses Jahr meistens einfach über die Außen. So, hier nächstes Beispiel zum Aufbauspiel. Wieder über den Sechser. In dem Falle wichtig, dass eure Mittelfeldspieler vielleicht den langen Pass in Gold als Playstyle haben oder in Weiß. Ich habe hier Patri, sie hat den in Gold. Und ihr seht, ich kann auch einfach mal über die Außen mit einem L1-Dreieck das Spiel eröffnen. Das ist auch ganz geil und dann seid ihr auch schon direkt hier in dem Spot. Aber dann ist fängt quasi das Offensivspiel auch erst an. So, nächstes Beispiel, auch hier wieder ein L1-Dreieck, Ball auf die Außen. Gegner macht die Mitte zu, ich gehe auf Außen komplett durch. So, jetzt werdet ihr auch mal sehen, wie man es ein bisschen weiterspielen könnte, theoretisch. Zack, Druckpass, Druckpass, nochmal ein Druckpass und hier jetzt ein kurzes Dribbling. Finesse in die lange Ecke. Leao hat den nicht mal in Gold, aber hat er reingemacht. Keine Ahnung. Leute haben gesagt, Finesse ist nicht so gut. Vor allem immer zu Release-Zeiten, Leute, könnt ihr euch auch gerne mal austoben. Wichtig ist, dass ihr die Basics, wie zum Beispiel im Aufbauspiel clean zu spielen, trotzdem beibehält. Wir kommen auch schon zu Punkt Nummer 2 und da geht es um die Druckpässe, denn auch die sind dieses Jahr wieder gang und gäbe. Ihr solltet jeden Pass, den ihr spielt, immer als Druckpass spielen. Spielt keine normalen X-Pässe, 3x-Pässe, nur in ganz seltenen Fällen, wenn wirklich euer Spieler in den Lauf geschickt werden kann und extrem viel Platz hat, dann könnt ihr mal ein 3x-Ball spielen. Aber ansonsten einfach immer mit Druckpässen arbeiten. Ihr seht es jetzt hier an dem Clip, ne? Ich spiele den Ball hin und her, immer nur im Druckpass. Es sind keine anderen Pässe dabei, immer Druckpass. Ballrolle, Druckpass, auch immer ganz gut. Vom letzten Jahr wisst ihr das auch noch. Die Ballrolle macht ihr mit dem rechten Stick einfach in Laufrichtung kurz zur Seite macht und dann einfach einen Druckpass spielen. Dann kommt der Ball sogar meistens präziser und ihr könnt noch den Winkel korrigieren. Ihr seht, hier in dem Angriff, das sind alles Druckpässe und damit kommt ihr dann quasi auch in diesen wichtigen Spot. Weiter geht's mit Punkt Nummer 3 und da geht's um die L1-Dreieckbälle. Ich habe es eben angesprochen, vor allem wenn ihr den langen Pass in Plus als Playstyle habt oder auch in Weiß optimalerweise. Ihr seht es jetzt hier in dem Clip mit Patri Guijarro, einfach mal ein L1-Dreieckball komplett diagonal auf meinen mitkommenden Linksaußenverteidiger und ihr skippt quasi komplett das Mittelfeld mit nur einem Pass. Optimalerweise schickt ihr natürlich irgendeinen Spieler mit L1 und spielt dann den Ball mit L1-Dreieck. Ihr seht es jetzt hier in dem Falle, ne, oben rechts ist mein Controller auch eingeblendet. Ich halte den Stick jetzt nach oben Richtung meinen Rechtsverteidiger, drücke L1. Der Spieler fängt an zu laufen und dann im richtigen Moment, ungefähr wenn der Spieler die Abseitslinie überquert,
kurz bevor er also im Abseits steht, spielt sie damit Airlines Dreieck den Ball rein und skippt quasi das komplette Mittelfeldspiel. In dem Falle bringe ich den Ball dann in die Mitte. Aber ihr seht, mit dem Airlines Dreieck Ball könnt ihr euch super nach vorne arbeiten. Punkt Nummer 4, Ausrichtung beim Pass und beim Schuss. Die Ausrichtung ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Das heißt, wenn ihr den Pass spielt, dann spielt den Ball nicht irgendwie aus der Drehung, oder wenn ihr schießt, schießt nicht aus der Drehung, sondern behaltet immer so euer Sichtfeld bei, dass ihr quasi, wenn ihr so steht, den Ball entweder nach vorne, nach rechts oder nach links spielt, aber nie nach da hinten oder nach da hinten oder komplett zurück, weil dann kommen eure Bälle sehr, sehr ungenau und sie kommen natürlich auch ohne Tempo und dadurch verliert ihr eure Dynamik im Spiel und das ist nicht so cool. Ihr seht es jetzt hier gerade in den Beispielen, ne? Vor allem im Spielaufbau, eure Innenverteidiger sind nicht die beweglichsten, die haben nicht die besten Passwerte. Wenn ihr mit denen solche Pässe spielt, sind die Bälle immer sofort weg. Das ist vor allem am Anfang von jedem EAFC-Teil oder FIFA-Teil immer, immer gang und gäbe, auf sowas zu achten, vor allem, wo die Spieler noch nicht 99 passen und sowas haben, tut das extrem weh, weil ihr viele Bälle verlieren werdet. Also achtet bitte auf die Ausrichtung. Gleiches gilt natürlich auch für den Schuss. Ihr seht es jetzt hier mit Mbappé, ne? Aus der Drehung schießen, selbst wenn es Mbappé ist und vor allem, wenn es auch noch der Weakfoot ist, bringt auf jeden Fall gar nichts. Hier seht ihr jetzt nochmal ein Beispiel, wie es ist, wenn ihr eine gute Ausrichtung habt, ne? Ich habe eine offene Ausrichtung dahin, wo ich den Ball hinschießen will. Ich nehme den kurz mit Mbappé an, Abschluss und dann kommt der Ball auch super, auch ohne Time-Finish. Punkt Nummer 5 ist der Trivella, also der Außenrissschuss. Der ist dieses Jahr extrem overpowered und den müsst ihr benutzen im Offensivspiel. Ich schieße fast gar nicht an, nur Trivella-Schüsse innerhalb des Strafraums, außerhalb des Strafraums, super stark. So, hier haben wir jetzt einfach mal einen ganz normalen Fall mit einem Trivella, eine kurze Ballrolle, um den Ball ein bisschen besser auszurichten. L2, in die lange Ecke zielen, Kreis satt aufladen. Natürlich, je weiter weg ihr steht, desto mehr müsst ihr aufladen. Und das Time Finish solltet ihr auch lernen, Leute, das ist einfach nur Fleißsache und Übungssache. Was auch extrem gut funktioniert, ist der Trivella nach dem Übersteiger. Ihr werdet es jetzt hier auch nochmal in dem Clip sehen. Und zwar, ja, hier Trivella und nach dem Übersteiger funktioniert auch super gut. Und gleiches gilt auch für das R1-Dribbling und dem Trivella im Anschluss. Also auch der ist wirklich super, super gut. Einfach ins R1-Dribbling gehen und dann direkt aus dem R1-Dribbling in den Trivella. Der kommt wie eine 1. Vor allem, wenn ihr nicht so ganz clean seid, immer in den Strafraum reinzuspielen, ist der Trivella eine gute Option, wenn ihr um den Strafraum herum seid, einfach mal Abschlüsse zu suchen. Dafür ist halt gut, wenn ihr dann immer auf der rechten Seite einen Rechtsfuß spielt und auf der linken Seite einen Linksfuß, weil dann könnt ihr das immer wieder machen. Punkt Nummer 6 ist die Tempodynamik. Viele von euch sind wahrscheinlich die ganze Zeit am Sprinten. Vorne einen Dreieckspass, rechts einen Dreieckspass, ein L1-Dreieckspass, mal eine Flanke, mal einen Sprint, die ganze Zeit. Freunde, so werdet ihr nicht gut spielen können. Das ist wie im echten Fußball. Ihr solltet mal das Tempo rausnehmen. Ihr solltet mal wieder ein bisschen schneller werden, mal ein bisschen langsamer werden, damit auch diese Sachen einfach überraschend wirken. Wenn ihr ein bisschen das Tempo rausnehmt und dann explodiert, dann ist es überraschend für den Gegner und viel schwieriger zu verteidigen. Hier mal so ein Beispiel, wie es erstmal nicht aussehen sollte. Also ihr solltet nicht die ganze Zeit die Sprint-Taste gedrückt halten, nonstop, immer wieder in den Gegner reinrennen, Ball wieder gewinnen, wieder in den Gegner reinrennen, Ball wieder gewinnen, dann wieder in den Gegner reinrennen, Fehlpässe spielen. So spielt keine Mannschaft der Welt Fußball und so sollte die auch kein Fußball spielen. Generell, EAFC ist viel realistischer, als die meisten von euch wahrscheinlich das einfach mal so denken. Ihr müsst schon sinnvoll spielen, ihr müsst verstehen, was ihr da macht, ihr müsst mit Spielverständnis zocken. Apropos Spielverständnis und besser werden, Freunde, falls ihr besser werden wollt, nochmal darüber hinaus Coaching haben wollt, ich biete Coaching an. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Heute um 20 Uhr haben wir unsere erste Coaching-Session im Discord. Ihr könnt gerne beitreten. Dazu ist der Link, wie gesagt, ganz oben in der Videobeschreibung. So, jetzt kriegt ihr hier mal ein Beispiel, was ich meine mit Dynamik. Ihr seht, es ist erstmal relativ langsam, alles schön und gut, ne? Ich bin nicht die ganze Zeit am Sprinten, mal eine kurze Drehung etc. Und dann wird plötzlich mal explodiert, in dem Falle mit dem L1-Boost. Der ist dieses Jahr sehr, sehr OP, by the way. Also ihr könnt L1 gedrückt halten, in eine Richtung schauen, in die ihr explodieren wollt. Dann lasst ihr kurz L1 los und rennt quasi mit eurer R2-Sprint-Taste in diese Richtung. In dem Falle jetzt hier mit Valverde. Wenn ihr Raserei in Gold habt oder Quickstep in Gold, dann funktioniert das noch besser. Raserei vor allem. Und ihr seht, hier mit Valverde funktioniert das Ganze dann auch. Hier nochmal die Sequenz, ne? Ich bin nicht die ganze Zeit am Sprinten. Ich sprinte quasi gar nicht. Ihr seht es oben rechts an meinem Controller. Da ist nie die Sprint-Taste gedrückt. So, zack, zack. Und auf einmal wird die Sprint-Taste, bei mir ist es R1 gedrückt und zack, sind wir durch. Das heißt, nicht die ganze Zeit sprinten. Weiter geht's mit dem Movement. Viele fragen immer, ey, Fuki, wieso bewegt sich dein Spieler so gut? Wieso ist der so beweglich? Bei mir legt er sich immer den Ball vor, etc., etc. Nein, Leute, das hat nichts damit zu tun, dass meine Spieler 3 Millionen kosten und die Spieler von euch wahrscheinlich 1000 Coins. Das, was ich mache, ist, ich bewege meine Spieler meistens einfach nur mit dem linken Stick. Ich drücke sonst gar nichts. Kein L1, kein R1, keine Sprint-Taste, einfach rein gar nichts und ich zeig's euch jetzt. So, wenn ihr das Ganze selber mal ausprobiert, seht ihr jetzt oben rechts auch am Controller eingeblendet. Einfach nur der linke Stick die ganze Zeit, ne? Es ist extrem, man ist extrem flink und das ist in dem Falle sogar Patrick Guijarro, glaube ich.
Und ihr seht, wie unglaublich einfach sie die enge Ballführung hat, nur mit dem linken Stick. Und auch hier gilt wieder, man nimmt vor allem, wenn man nur mit dem linken Stick arbeitet, dann ist man nicht extrem schnell. Man nimmt ein bisschen das Tempo raus, dann kommt zack, ein Druckpass in den wichtigen Raum, aufdrehen, Übersteiger, nach vorne, Abschluss. Ne? Ihr seht es jetzt hier in dem Falle, zack, aufdrehen, Übersteiger. Und für den Gegner ist das auch überraschend. Ihr seht in dem Falle, er zieht dann den Innenverteidiger raus. Das passiert sehr häufig, weil der muss dann sehr schnell den Spieler wechseln, verliert die Orientierung und ihr seid gefühlt schon durch. Und daher einfach wirklich darauf achten, mit dem linken Stick den Spieler zu bewegen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, Freunde, ihr solltet euch bei der Ballannahme niemals komplett einmal so hier drehen. Das ist jetzt kein Placement gewesen. Wenn ihr das macht, werdet ihr merken, ihr werdet extrem langsam und der Ball verspringt. Deswegen auch hier geht wieder den Ball immer nur in diesem Sichtfeld hier annehmen. Und da machen wir weiter. Auch hier linker Stick, Leute. Nächste Regel. Immer darauf achten, dass ihr euren eigenen Körper zwischen Ball und Gegner habt. Ihr seht es jetzt hier in dem Beispiel. Ich drücke keine Sprinttaste, nur den linken Stick. Und solange mein Körper zwischen dem Gegner und dem Ball bleibt, kann er den Ball niemals gewinnen. Und ihr seht, ihr könnt immer wieder so nach rechts eintäuschen, nach links gehen. Nach links eintäuschen, nach rechts gehen. Dann mal einen Schritt weiter gehen, wieder zurückkommen. Ihr seht es jetzt hier. Ich lasse es einmal komplett laufen. Der Gegner hat keine Chance, auf irgendeine Art und Weise den Ball zu erobern. Und ich drücke ja nicht mal die Sprinttaste, ne? Es ist ganz simpel, einfach immer nur den Körper dazwischen. Und dann seht ihr ein ganz kurzer Sprint. Und dann wäre ich in dem Falle, wenn es weiter vorne wäre, auch schon durch gewesen. Punkt Nummer 8 ist das Torwart-Movement. Dieses Jahr könnt ihr den Torwart nicht mehr vogelwild bewegen. Trotzdem geht das noch ein kleines bisschen. Ihr müsst halt den rechten Stick reindrücken. Mit Doppeldreieck geht das nicht mehr. Ihr seht jetzt anhand dieses Beispiels, ich lasse es einmal laufen. Wo ich merke, okay, der Gegner wird gleich einen Abschluss machen, bewege ich den Torwart ein bisschen nach hinten. Das ist vor allem dann gut, wenn der Gegner so aus bisschen spitzeren Winkeln kommt. Weil euer Torwart dadurch nochmal ein bisschen mehr Zeit hat, die Parade auszuführen. Generell ist das Torwart-Movement nicht mehr so OP wie die letzten Jahre. Trotzdem solltet ihr wissen, rechter Stick reindrücken und dann in so Situationen entweder nach hinten oder ein bisschen in die lange Ecke moven. Das schadet auf jeden Fall nicht. Am effektivsten ist das Torwartbewegen immer noch bei Ecken. Den rechten Stick reindrücken und immer so, wie ich es jetzt hier mache, an den ersten Pfosten den Torwart bewegen. Klar, der könnte theoretisch den Ball reindrehen. Dafür muss er aber eine Mathe-Klausur geschrieben haben und das wirklich auch perfekt können. Das soll er ruhig probieren. Ihr seht es jetzt hier in dem Falle, Klose hat er angewählt, aber wenn mein Torwart da steht, hat er den Ball. Weiter geht's für Punkt Nummer 9 und das ist die defensive Ordnung. Ihr kennt das sogenannte Schogettenprinzip der letzten Jahre. Alle, die die Schogetten kennen, jedes viereckige Schokoladenstückchen hat seinen eigenen Teil und in diesem Teil wird auch verteidigt. Generell ist Defensive ein Thema, was sich nicht so stark verändert in FC 24, 25 oder in den FIFA-Teilen davor. Ihr seht in dem Falle, ich habe meinen Linksverteidiger, meine Viererkette steht in ihrem Raum perfekt. Meine drei Mittelfeldspieler, meine drei ZMs ziehe ich jetzt selber quasi in den Raum rein und schließe hiermit die Lücke. Und ihr merkt, da ist jetzt eigentlich gar keine Möglichkeit mehr für den Gegner, irgendwas zu machen. Und dann ist wichtig, dass ihr mit dem rechten Stick den Spieler wechseln könnt. Das müsst ihr auch lernen. Das habe ich jetzt nicht als großen Punkt aufgeschrieben, aber das gehört natürlich zur Abwehr vor allem dazu. Ich will jetzt hier Patri anwählen, muss dann quasi meinen rechten Stick einmal nach unten links so ein bisschen halten. Ihr seht, das habe ich ganz kurz gemacht, wechsle den Spieler. Der Gegner hat einfach nur noch eine einzige Anspielstation. Alles andere ist zu. Deswegen kann ich den Ball ganz einfach erobern. Ganz wichtig, Leute, denkt bitte daran, wenn ihr verteidigt, ihr müsst nicht den Ball erobern, sondern der Gegner soll kein Tor schießen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Vor allem, wenn es gerade unentschieden steht oder auch wenn ihr nur mit ein oder zwei Toren hinten seid. Ihr müsst nicht vogelwild auf den Ballführenden laufen und irgendwie den Ball erobern. Wichtig ist, dass ihr das Zentrum schließt und eure Abwehr schließt. Was ich damit meine ist, ich könnte hier jetzt theoretisch mit dem Linksverteidiger den anwählen und einfach Richtung Ball laufen und dann irgendwie 50-50 spielen. Entweder habe ich den Ball oder ich habe ihn nicht, aber ich habe das doch gar nicht nötig. Der Gegner muss mich ausspielen, nicht ich ihn. Deswegen chillen wir ein bisschen. Wir machen schön die Räume zu und gucken, was er dann macht. So, ihr seht hier auch, ich könnte jetzt auch mit Poteas einfach vogelwild draufrennen, aber nein, brauche ich gar nicht. Ich mache einfach die Wege zu, die gefährlich sind. Er soll ruhig nach hinten spielen, er soll nach unten, nach oben. Hauptsache die Wege, die gefährlichen Wege ins Zentrum, in die Tiefe sind zu. In dem Falle gab es nur die eine Möglichkeit nach vorne und den laufe ich halt mit dem Passweg zu und bekomme den Ball. Denkt also bitte daran, ihr müsst nicht überall den Ball erobern, sondern macht einfach die gefährlichen Spots zu. Punkt Nummer 10 sind die aktiven Zweikämpfe. Ihr solltet keine Angst haben, Zweikämpfe auszuführen, denn selbst wenn ihr mal daneben tackelt, ihr lernt daraus, ihr werdet besser darin. Die Grundlage für gutes Verteidigen, auch im 1 gegen 1, ist aber, dass ihr eine gesunde Ordnung hinten habt. Also Punkt Nummer 9 und Punkt Nummer 10 geht ein bisschen miteinander einher. Denn wenn ihr keine gute Ordnung habt, dann werdet ihr auch im 1 gegen 1 nicht so clean verteidigen können, weil der Gegner zu viele Räume haben wird. Ihr seht jetzt hier in dem Falle, ich ziehe wieder meinen linken ZM, in dem Falle Poteas, nach hinten. Jetzt kommt der Ball mal ins Zentrum, hätte man schon abfangen können, so okay. Aber ihr seht jetzt, der Gegner hat gar keine Anspielstation. Ich habe genug Spieler hinten und deswegen kann ich mich auch trauen, in den Zweikampf zu gehen. In dem Fall habe ich Van Dijk. Ihr seht jetzt, was ich drücke.
zurück. Ich drücke L2. Ich warte darauf. Okay, was macht der Gegner? Jetzt ganz wichtig, Freunde, nicht antizipieren. Bitte nicht antizipieren, sondern wartet darauf. Was wird der Gegner wohl machen? Und er soll seine Aktion auch ausführen. Und dann reagiert ihr. Nicht vorher, weil wenn ihr vorher agiert, dann ist das einfach nur spekulieren. Lasst die Sprinttaste in dem Fall in solchen Situationen los. Und dann guckt ihr, in welche Richtung es geht. Und dann geht ihr selber hinterher. Und traut euch dann aber auch, bitte Kreis zu drücken. Ihr seht jetzt in dem Falle mit mir bei Van Dijk. Ich habe jetzt ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter Abstand. Drücke Kreis und bewege dabei den linken Stick Richtung Ball. Und zack, habe ich den Ball. Was ihr auf jeden Fall auch machen könnt, ist immer wieder erstmal auf eure Ordnung achten. Ihr seht jetzt hier in dem Falle, ich wähle zwar an, ich gehe jetzt aber nicht so geisteskrank drauf, weil wie gesagt, ich brauche es jetzt in dieser Situation auch nicht. Hauptsache, er überspielt mich nicht. Ich wähle direkt den nächsten Spieler an, der sowieso, ne, mein Mittelfeldspieler hat in dem Falle eh keinen Gegenspieler. Dann gehe ich natürlich mit ihm lieber ins 1 gegen 1 als mit meinem Außenverteidiger. Und ihr seht jetzt hier in dem Falle, ich gehe auch gar nicht extrem krass drauf. Ich stelle einfach nur die wichtigen Räume zu nach vorne und zack, kommt der Ball auch in dem Fall einfach wieder zu mir. Ich habe jetzt hier Saliba, drücke L2, in dem Fall ein bisschen die Sprinttaste, weil ich sehe, der Gegner rennt auch, ganz wichtig. Der Gegner rennt, deswegen drücke ich auch die Sprinttaste, laufe dahin, wo er hinlaufen wollte, zack, und habe den Ball ganz easy. Das heißt, nicht spekulieren, sondern reagieren. Das war's mit den 10 Tipps und Tricks. Lass gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Schreib egal, was in deinen Kopf kommt, in die Kommentare. Und wenn du natürlich darüber hinaus noch besser werden willst und von mir gecoacht werden willst, komm gerne in unseren Discord. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Wegweiser sein.